Ja, hallo, liebe Trader. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit dem Carsten Umland zu sprechen. Hallo Carsten, wie geht's dir denn? Ja, hallo Thomas, das gleiche kann ich dir zurückgeben. Einmal von Mallorca nach Wien über den großen Ozean rüber. Ja, von Mallorca. Du bist heute in Mallorca jetzt live gerade, gell? Wenn ich Ja, das genau. richtig, Ja, ja. klar. Cool. Wunderschönes Wetter haben wir hier. 20 Grad im Moment immer noch. Oh, das sind 20 mehr als wie wir hier in Wien gerade. Ah, schon Wahnsinn, ja. Ja, Ja. spannend, ne? Also, jetzt haben wir hier so einen Börsentalk mehr oder weniger über die in Anführungsstrichen neue Realität, ne? Wenn du das so mal siehst. Sonst haben wir uns immer irgendwie auf der World of Trading getroffen, haben da irgendwie ein Schwätzchen gehalten. Ja, Und stimmt, stimmt. wenn du das jetzt anguckst, dann ja, neue Medien, sei Dank, können wir uns, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, wir können uns beide sehen. Können uns auch zuwinken. Thomas hat ja, sein Office als Hintergrund und ich habe den Strand als Hintergrund. Schon spannend, ne? Oder? Ja, es ist also in vielerlei Hinsicht unglaublich. Also jetzt mal aus technischer Sicht, was heute alles möglich ist. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Tagen ein Wochenend-Online-Seminar gemacht, auch mit dieser Software. Ich kann es ja verraten, das ist Zoom. Also Zoom ist ja, glaube ich, mittlerweile ein Begriff oder Standard geworden bei Ja. Konferenzsoftware-Lösungen. Sensationell das Tool. Also wirklich Qualität ist top, Bild ist top, Ton ist sehr gut. Also das waren, glaube ich, 15 Leute waren mit dem Seminar und das hat super funktioniert mit Screensharing, mit Remote-Steuerung vom Bildschirm. Also das ist wirklich alles möglich. Ich frage mich ja, wenn wir, man kann sich halt nicht aussuchen, aber wenn uns Corona vor einigen Jahren heimgesucht hätte, so vor 10 Jahren, da wären wir alle, glaube ich, zu Hause irgendwo verkümmert in Ja, unseren Büros, ja. weil da gab es ja. Oh. Ich will gar nicht mal versagen, verkümmert. Also als ich, wir hatten ja auch einen Lockdown, einen richtig harten Lockdown. Das heißt also so wie jetzt in Wien, dass du also gar nicht das Haus verlassen durftest, nur zu den notwendigen Tätigkeiten. Und als das dann ausgesprochen wurde, hieß es, ging also großes Stöhnen durch die Gesellschaft, auch verständlicherweise. Aber ehrlich gesagt, für mich hat sich eigentlich nichts geändert. Ich habe von eh und je von zu Hause aus gearbeitet. My home is my castle, wie es so schön heißt. Und im Gegenteil, also ich fand es für mich okay, von zu Hause aus zu arbeiten, weil ich natürlich auch die komplette Infrastruktur habe, ne? Mit schnellem Internet, große Bildschirme, Stromversorgung und so weiter und so fort. Andere kann ich mir vorstellen, wenn die ins Homeoffice verbannt werden in Gänsefüßchen, Thomas, die haben es da schon schwieriger, oder? Du, ich Also, sehe das, wenn die ja. am Küchentisch irgendwie mit einem kleinen Naja, Laptop ja. auf 13 Zoll durch die Gegend scrollen, Ich das sehe ist das halt nicht so genauso. schön, als Ja. wenn du einen großen Ja. 49 Zoll Bildschirm hast, ne? Das stimmt schon. Also ich meine, ich arbeite ja auch als Trader mehr oder weniger von zu Hause aus. Ich habe mir hier einen eigenen Raum als Trading Office eingerichtet und ich bin ja schon seit 2009 in der Selbstständigkeit als Trader und kenne es eigentlich nur so. Aber für viele ist das sicherlich eine komplette Umgewöhnung, von zu Hause zu arbeiten, wobei man ja schon sagen muss, viele sind auch froh, dass sie überhaupt einen Beruf haben, den man von zu Hause aus ausüben kann. Wenn man das nicht kann, dann ist es in der heutigen Zeit sicher doppelt und dreifach schwierig. Ja, da. Und dann redet man noch gar nicht von denen, die vielleicht aufgrund von Corona ihren Job verloren haben. Also Ja, ich weiß richtig. nicht, wie es dir mit deinem Trading-Business geht, aber auch mit dem Interesse der Menschen am Thema Börse. Ich habe das bei meinen Google Analytics-Zugriffen gesehen, dass es seit Februar, März einfach durch die Decke geht, dass die Ja. Leute sich aktiv für dieses Thema interessieren. Hast du auch diese Erfahrung gemacht? Ja, also ich habe schon gesagt, seit März, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ja. Es ist Wahnsinn, wie viele Anfragen reinkommen zum Thema Trading als solches, ob es Tipps, Aktien nach dem Motto, Carsten, hast du mal einen Aktientipp? Oder aber auch, kannst du mir Trading beibringen? Oder aber auch Leute, mit denen ich früher Kontakt hatte, die gesagt haben, ja, nee, ich weiß noch nicht. Und jetzt auf einmal sagen, ja, oh, ich bin im Homeoffice, ich habe auch Zeit dafür. Hast du noch Kontingente? Kannst du mir das Traden beibringen? Also es ist wirklich seit März
Ja, kann man sa wirklich sagen, dass wir da doch eher ja, auf der Seite, der Nutznießerseite sind, ohne dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, ne? Sondern es ist halt einfach aufgrund ja, der Nachfrage im Moment Ja, so. das kann ich nur genauso unterstreichen. Also Februar, März, ich glaube Ende Februar ging es ja eben los, aber dann im März sind ja auch die Märkte so runtergekracht, so richtig dann runtergekracht. Und ab dem Zeitpunkt eigentlich ging das, was das Interesse betrifft, auch bei mir ähnlich wie bei dir einfach durch die Decke. Sicherlich auch geschuldet dem Lockdown, dem Homeoffice, weil jetzt viele auch mehr Zeit haben für das Traden. Weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt die ideale Motivation ist für Trading, dass man jetzt quasi sagt, naja, mir ist ein bisschen langweilig, jetzt trade ich halt einfach. Ist oft nicht vielleicht die ideale Geschäftsgrundlage, aber lassen wir das mal außen vor. Aber es ist tatsächlich so. Sind wir vielleicht eh gleich beim Thema. Wie hast denn du diese Zeit jetzt gerade jetzt, gehen wir jetzt einmal weg vielleicht von den gesellschaftlichen Impacts und vom Gesundheitsthema Corona, aber wie hast du die Zeit im Crash jetzt als Trader erlebt. Damit meine ich jetzt nicht Performance oder so, sondern generell auch von deinen Kunden, von dir selbst. War das für dich eine Zeit, auf die du schon länger gewartet hast, dass sie wieder mal ordentlich Wohle in den Markt hineinkommt? Oder war es eine Zeit, wo du gesagt hast, ja, muss man halt schon jetzt ein bisschen vorsichtig sein? Wie hast du das so erlebt? Ich sage dann gleich was zu mir. Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich war im Ende Januar, Anfang Februar war ich in Zypern Okay. und da zeichnete sich das ja noch nicht ab und ich war da auch mit einem guten Kollegen dort und da haben wir noch drüber gesprochen und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich habe so eine sogenannte Distributionstage entwickelt. Also das heißt, wenn der Markt eine bestimmte Konstellation hat, dann ist eigentlich eine Korrektur fällig. Das, was wir immer nur nie voraussehen können, wie lange wird so eine Korrektur gehen. Und ich weiß noch genau, wie ich mit ihm darüber gesprochen habe und gesagt habe, du, irgendwie, das gefällt mir alles nicht. Die Kerzen, also die Candles, werden immer kleiner. Also ich handle da den US-Markt, also S&P, Dow Jones und Nasdaq. Und irgendwie, das schmeckt mir alles nicht. Das sieht alles nach einem absolut überhitzten Markt aus. Und habe einfach für mich gesagt, na, hier müssen wir mal ein bisschen auf die Bremse treten. Einfach mal nicht immer nur Vollgas, sondern auch mal wirklich etwas ruhiger die Geschichte uns angucken. Und dann kam ja relativ schnell so der erste Tag, die ersten ein, zwei Tage waren ja dann doch gemessen an den vorangegangenen Volatilitäts, also an der vorangegangenen Kursschwankung, doch groß. Nicht so groß, wie wir sie jetzt haben, aber sie waren schon groß. Also normal für die Zuhörer jetzt vielleicht mal S&P schwankt im Schnitt so zwischen 3 und 5%. Und da kam dann auf einmal so eine Tageskerze, die mal eben irgendwie um 7% geschwankt hat, wo man dann natürlich schon mal hellhörig wird. Das ist noch kein Crash aus meiner Sicht, aber das ist was, das sollte man zumindest mal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Und an dem Zeitpunkt habe ich für mich mich auch bestätigt gesehen, dass ich gesagt habe, naja, irgendwas bahnt sich da an, nicht mal wissend, dass da irgendwie jetzt ein Virus in China ausgebrochen ist. Und bin da also eher auf ich sage jetzt mal, auf die Warteschiene abgestiegen. Und dann ging der Markt ja relativ schnell runter. Und jetzt werden natürlich vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagen, wie, du hast die Abwärtsbewegung nicht mitgenommen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, weil ich die ganze Zeit, wenn man sich den S&P anschaut, eigentlich long only gewesen bin und sämtliche Short-Gelegenheiten, also das Trading auf fallende Kurse, eigentlich ignoriert habe, weil der Markt so bullish gewesen ist. Und Interessant. dann war für mich eigentlich nach diesen, ich sag mal, ersten, waren das so 3 Tage, wo ich sag mal knapp 20% dann im Prinzip an der Marktbewegung abgefrühstückt gewesen ist. Und da war für mich aus meiner Sicht, hinterher weiß man es immer besser, aber der Zug abgefahren, dass ich gesagt habe, nee, warten, bis hier irgendwie eine Bodenbildung erreicht wird. Und wenn du sie nicht genau triffst, ist auch egal. Es wird schon irgendwie wieder eine leichte Aufwärtsbewegung kommen. Und das war dann so,
Ja, die Geschichte bis März, April, also da, wo ich wirklich mal 4 Wochen echt die Füße stillgehalten habe. Und ich habe ja vielleicht kleine Werbung am Rande. Ich habe hier den Friends Club bei mir im Simplified Trading laufen. Und da sind ja diese Trades auch alle nachvollziehbar. Und da sieht man ganz klar, wir machen auch immer Montag so eine Marktbesprechung. Und da habe ich immer gepredigt, Leute, Vorsicht, 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 es sind Distributionstage. Und ich habe mir letzte Woche noch die eine oder andere Aufzeichnung genau aus diesen Anfängen heraus angeguckt. Und da war dann auch, kam dann auch immer wieder die Frage raus, wollen wir denn nicht irgendwie in diese fallenden Märkte investieren? Und ich gesagt, nee, nee, das ist mir alles zu viel wohler. Wir kriegen keine risikoarmen Trading-Ideen hin. Und wir haben wirklich abgewartet, bis da eine Bodenbildung war, um dann aus dieser Korrektur heraus letztendlich sich neu zu positionieren. Ne? Okay, Das ist interessant. natürlich jetzt im Nachgang betrachtet, kann man sagen, boah, alles richtig gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir das ja nicht. Es hätte auch genauso gut komplett in die Hose gehen können und der Markt wäre vielleicht noch weiter runtergelaufen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Thomas? Naja, bei mir war es schon ein wenig anders, wobei ich hier differenzieren möchte zwischen dem Trader Thomas Fitner, der vielleicht doch eher bekannt ist und der auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad auch in der Öffentlichkeit steht, und dem Anleger, dem Investor, der auch selber natürlich nicht nur tradet, sondern auch andere Börsenengagements länger laufen hat. Wenn man vielleicht mit dem Investor beginnt, da war es so, dass ich den Märkten eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr getraut habe und immer der Meinung war, die sind eigentlich schon zu lang gelaufen. Wir haben ja seit der Finanzkrise mehr oder weniger, wenn wir jetzt gerade in die Staaten schauen, in die Vereinigten Staaten, wo ich sehr viele Investments am Laufen habe, haben wir eigentlich nur steigende Kurse gesehen. Und ich habe mir immer gedacht, naja, eigentlich schon langsam wird die Luft ein bisschen dünn. Nur das habe ich mir schon viel zu früh gedacht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich 2018, da war kurz vor Weihnachten so ein kleiner Dip am Markt. Da habe ich dann noch am Heiligen Abend Aktien gekauft, dass meine Familie schon geglaubt hat, ich bin jetzt komplett verrückt geworden, warum ich jetzt kurz die Familienfeier da verlasse und Aktien kaufen muss. Aber das war damals ein guter Zeitpunkt. Nur ich habe die Aktien eben aufgrund dieses Dips gekauft und dann, glaube ich, ein paar Monate später wieder verkauft, weil ich wieder dachte, zu teuer der Markt. Ne? Das heißt, ich habe dann eigentlich diesen Börsencrash in Corona-Zeiten, den habe ich dann eigentlich als Investor wirklich dankbar genützt, weil ich auf das ja schon seit über 10 Jahren gewartet habe, dass endlich wieder mal die Märkte nach unten krachen. Und ich hatte da auch sehr viel Glück. Ich hatte davor kaum Positionen, weil ich eben alles schon als zu teuer erachtet habe. Ich habe mich dann am Beginn in der ersten Abwärtsbewegung massiv in gewisse Blue Chips eingekauft, aber mit dem Buy and Hold Hintergedanken, habe dann aber bemerkt, dass das eigentlich nicht die richtige Strategie sein kann. Denn wenn ich jetzt schon 10 Jahre warte auf einen Börsencrash, dann kaufe ich nachher nicht so Dinge wie Microsoft oder Pepsi Cola oder ich weiß nicht was, weil das ist mir viel zu langweilig. Die sind natürlich auch nach unten gegangen, aber die werden sich nicht ver-X-fachen nach der Krise. Und deswegen habe ich die dann alle wieder abgestoßen, wie ich den aus meiner Sicht Irrtum bemerkt habe, und habe mir dann wirklich Sachen gekauft, die nach unten gekracht sind, wie die ganzen Kreuzfahrtschiffe, wie alles, was mit Tourismus zu tun hat, Konsumgüter, die Aktien, die sind 50, 60% nach unten gerauscht. Oder teilweise mehr. Und das war natürlich dann genau die richtigen Dinge. Das Timing war natürlich im Investmentbereich auch ein bisschen Zufall und einfach auch aus praktischen Gründen, weil ich einfach erst gewisse Transaktionen machen musste, nicht da war. Ich war ja noch kurz vor dem Lockdown in Österreich, wo dann die Grenzen dicht waren, war ich ja noch auf München auf einem Trading-Seminar, haben wir dann schon Gedanken gemacht, komme ich noch über die Grenze, lassen wir die noch rein dann, ja. Das war wirklich einen Tag. Einen Tag später hätte ich nicht mehr zurück dürfen, ja. Zumindest nicht mehr so einfach. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich meine, die hätten mich auf der Grenze nicht, weiß nicht verhaften können. Aber ich habe keine Ahnung, wie es da weitergegangen wäre. Aber ich durfte noch zurück. Es ging sich noch alles aus. Im Trading-Bereich ist es ohnehin anders. Da laufen halt einfach meine Systeme. Und die haben natürlich im Februar und März einen riesen Drawdown hingelegt. Ja, weil die sind long only. Ich bin ja ein bisschen anders wie du. Aktientrader und Aktienmärkte, gerade im Tagesschlusskursbereich, tradet man halt vorzugsweise auf der Long-Seite. Also long only, natürlich im Crash kriegst du eins auf die Mütze. Ne? Aber jetzt, ein paar Monate später, haben sich alle Systeme erholt. Ich habe die beste Jahresperformance ever, ja? Weil einfach die Märkte scheinbar für diese Systeme optimal waren. Wie gesagt, Max Drawdown, also maximaler Wertverlust, war
2020 aufgrund von Corona bei vielen meiner Trading-Strategien, aber auch die höchste Rendite. Das heißt einfach, dass die Volatilität in dem Fall diesen Trading-Algorithmen zugute gekommen ist. Also so habe ich diese Zeiten erlebt. Ich Wirklich meine, wenn du verrückt. Thomas, ich habe gerade den S&P-Chart auf und wenn du siehst, die durchschnittliche Vola, und zwar beginnend von September, haben wir 10%. Also ein Kursrücksetzer, eine Korrektur im Markt ist 10%. Das heißt also, andersrum ausgedrückt, eine Bewegung, eine normale Korrektur, wenn wir jetzt über den S&P beispielsweise sprechen, und er würde normal 10% zurücksetzen, müsste man sich nicht mal Gedanken machen. Ja, Ich sicher meine, nicht. Ja. ist ja auch ein Wahnsinn, oder? Also normalerweise S&P 3, 4, 5, 6%, das ist also das Maximum der Gefühle gewesen. Und jetzt reden wir über eine Schwankungsbreite von, ich sage jetzt mal, 3, 4 Wochen, wo der Markt um 10% nach unten laufen kann, ohne dass irgendeiner in Anführungsstrichen Notiz davon nimmt, sondern es wird als normal eingestuft. Ja. Das haben wir ja jahrelang nicht gehabt. Ja, die, also es waren ja viele, das waren ja auch die Jahre, das ist interessant jetzt bei den Trading-Strategien. Ich handle ja schwerpunktmäßig auch diese Reversionssysteme, also Kontratrend-Trading-Systeme. Und die brauchen die Volatilität. Und wenn wir solche Märkte haben, wie wir sie, weiß ich nicht, 2018, 2019, mit wenigen Ausnahmen, aber auch die Jahre davor, 16, 17, das waren alles so Märkte, da. Das war für den Anleger super, weil da ging es ohne mehr oder weniger Schwankungen immer kontinuierlich rauf. Jeden Tag ein bisschen. Ja. Da gab es kaum nennenswerte Korrekturen. Du hattest keine Vola. Es gab keine Aktien, die nach unten laufen ordentlich. Also es gab keine Dips in dem Sinn. Man konnte nichts kaufen. Die Exposure war sehr gering. Und das natürlich hat sich 2020 schlagartig verändert. Also das war wirklich ein anderes Marktverhalten plötzlich. Unabhängig jetzt von Corona, ich denke, das Ganze war auch sehr gesund. Also wie gesagt, unabhängig von Corona war es gesund, nämlich für die Märkte selber, weil eine gewisse Überhitzung war feststellbar. Sag mal, warum glaubst du eigentlich, sind die Märkte derzeit so stabil, beziehungsweise derzeit vielleicht verstehe ich es ja noch, weil jetzt schon langsam Licht am Ende des Tunnels, erste Erfolge bei den Impfstoffen, Präsidentenwahl in den USA ist auch durch. Also wenn da nicht noch komische Dinge passieren, sollte das alles jetzt schon erledigt sein. Also die Unsicherheit sollte eigentlich schon langsam raus sein aus dem Markt. Deswegen verstehe ich, wenn die Märkte jetzt gut performen. Aber es waren ja viele überrascht, auch viele renommierte Investoren haben das ja öffentlich zugegeben. Sie waren überrascht von der Stärke und von der Geschwindigkeit der Erholung, die wir dann im April, Mai gesehen haben. Warum glaubst du, war das diesmal vielleicht doch ein bisschen anders wie in anderen Krisen? Gibt es da eine rationale Erklärung dafür aus deiner Sicht? Eine rationale Erklärung geben, das kann ich dir jetzt gar nicht mal sagen. Wir haben ja am Anfang, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, am Anfang, als es im März runterging, war ja zunächst mal bei allen irgendwie die große Panik im Auge. Als es sich dann einigermaßen nivelliert hat, war jegliche Aufwärtsbewegung für alle immer nur, oh, das ist nur die Korrektur des vorangegangenen Abwärtsimpulses, da kommt noch mal ein richtiger Schluck nach unten. Das war so der allgemeine Tenor. In diese Richtung habe ich ehrlich gesagt auch immer die ganze Zeit gedacht. Als dann aber allerdings im Mai die Märkte aus so einer kleinen Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen sind, da habe ich schon gedacht, naja, das wird keine Korrektur, das wird eine V-förmige Gesamterholung. Dem, aus meiner Sicht, haben sehr stark die Tech-Werte ist dem geschuldet. Weil die haben natürlich durch diese veränderte Arbeitssituation, die da gewesen ist, das heißt also viele Leute ins Homeoffice, neue Technologien, so wie wir jetzt hier mit Zoom arbeiten, die haben den Markt dann, ich sage jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, beflügelt und dementsprechend auch wieder nach oben gezogen. Die haben ihn Was beflügelt, uns. aber auch verfälscht, glaube ich, gell, ein Ja, bisschen, ja. also wenn du zum Beispiel, ich meine, wenn du den Nasdaq versus S&P oder den breit aufgestellten Russell anschaust, dann siehst du, dass der Nasdaq eine sehr viel impulsartigere Erholung hingelegt hat als beispielsweise der Mini-Dow. Und was ich eben spannend an dieser ganzen Geschichte finde, natürlich hat das eine
Entkopplung der Wirtschaft versus Börse nach sich. Weil wir sprechen alle oder wir haben zu dem Zeitpunkt alle davon gesprochen, mein Gott, wie schlecht es der Wirtschaft gehen wird und so weiter und so fort. Und die Börse macht ein neues Hoch nach dem anderen. Das war ja in aller Munde. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man zumindest jetzt hier auch in den jetzigen Märkten, dass wir in den, ich sag mal, in den Technologietreibern durchaus ich sage jetzt mal, Unterstützer gefunden haben, die nebenstehenden Märkte wie den S&P und den Dow mit nach oben gezogen haben. Allerdings, das darf man jetzt auch nicht vergessen, ist das aus meiner Sicht sehr, sehr branchenbezogen. Das heißt, die Profiteure aus der Corona-Krise sind ganz klar Technologie, ist ganz klar Biopharma, und wird im, ich sag mal, weiteren Verlauf auch alles das sein, was irgendwie, ich beobachte es ja bei mir, wenn du bei Amazon was bestellst, beispielsweise, also all das, dieses ganze Online-Shopping-Gedöns, was man da so hat, also ob es auch die Dienstleister für Online-Shops sind, also so eine Shopify beispielsweise. Kann ich mich genau daran erinnern, haben wir bei 300 gekauft, stand jetzt vor kurzem bei über 1000. Das sind natürlich die absoluten Profiteure dieser, ja, sagen wir mal, dieser großen angelegten Korrektur. Was mich überrascht hat, ist, dass die, wie du sagst, langweiligen Blue Chips zwar alle nachgegeben haben, aber sich auch in dem gleichen Maße wieder erholt haben. Da hätte ich persönlich gedacht, das würde länger dauern. Das also quasi Old Economy, wie man so schön sagt, dass die länger auf der Stelle treten und dass, sagen wir mal jetzt, Tech Economy, dass die halt sozusagen vorne weglaufen. Und das war so, das ist so die Annahme. Aber ich glaube, mit dieser richtigen V-förmigen Erholung hat im Mai gar keiner gerechnet. Also wer jetzt die Hand hebt und sagt, jawohl, war schon immer mein Reden, naja, dann würde ich gerne noch mal so ein paar Monate zurückspulen wollen. Ich denke auch. Also jetzt im Nachhinein tut man sich dann immer leichter und man vergisst ja auch oft die Gesamtsituation, die Stimmung, die auch damals irgendwo geherrscht hat. Ich sehe das auch ein bisschen ähnlich mit den Sektoren. Ich habe jetzt da gerade die Sektorenperformance hier vor mir. Wenn wir uns jetzt die Jahresperformance anschauen, dann ist ganz hinten ist alles, was mit Energy zu tun hat, also Ölwerte, diese ganzen Geschichten, ja, die sind doch immer negativ. Finanzen sind negativ, die Finanzwerte, Real Estate, das sind alles Branchen, die sich noch immer nicht erholt haben, die noch immer negativ sind. Und ganz vorne bei den Gewinnern ist Technologie, zyklische Konsumgüter, Kommunikation, Gesundheitswesen. Das sind diese Dinge. Und die sind ja auch die Aktien, die in den großen Indizes ganz besonders hoch gewichtet sind. Ja, wenn du dir anschaust, wie groß Apple, Amazon, Facebook, also die Big Five Tech-Werte, wie groß die sind und wie stark, also welchen Impact die auf den gesamten Index haben, dann versteht man wahrscheinlich auch, warum der Markt sich, wenn man jetzt nur auf den Index schaut, so schnell erholt hat. Man sieht aber, wenn man ein bisschen genauer hinsieht, dass sehr viele Aktien diese Erholung überhaupt noch nicht oder kaum noch Richtig. mitgemacht haben. Und da gibt es jetzt sicher für den Anleger durchaus noch die eine oder andere Chance. Wobei man aber jetzt auch sieht, dass gerade in den letzten Wochen, seit diese Impfstoffinformationen draußen sind, dass man jetzt sieht, dass auch die jetzt anzuziehen beginnen. Das sind die Kreuzfahrtgesellschaften, das sind manche Rides, das sind Fluglinien, die gehen jetzt rauf, die haben noch genug Potenzial nach oben und die steigen jetzt dann. Und da muss man halt jetzt, wenn man da aufgrund von Corona noch was ausnutzen will, wahrscheinlich noch relativ schnell sein, weil sonst ist Das, es genau, zu das spät. wäre Ne? auch, also wenn du mich nach einem Tipp fragen würdest, dann würde ich sagen, naja, diese ganze, jetzt springen ja alle auf Impfstoffe oder Impfstofflieferanten, ob das eine Moderna, eine BioNTech, eine Altimmun und so weiter ist. Ich will nicht sagen, der Drops ist gelutscht, das wäre echt früh. Aber wer jetzt, ich sag mal, so ein bisschen das heiße Eisen schmieden möchte und quasi um die Ecke denkt und sagt, naja, wenn die einen Impfstoff haben, dürfen sie wieder reisen. Und wenn wieder gereist wird, ist wieder Konsum da. Das wäre für mich ganz klar. So Aktien wie eine Carnival, selbst eine TUI in Deutschland oder eine Lufthansa, die relativ stark am Boden ist, aber die auch heute schon wieder zugelegt haben. Ne? Also das sind so, das ist das auch das Augenmerk, wo ich sagen würde, ja, das war mein Stichwort eben, Thomas, wo du gesagt hast, Reisebranche ist für mich ganz klar im Moment
lasse ich das alles beruhigen ein bisschen. Und für den aggressiven Anleger, ohne das jetzt hier als Anleger Empfehlung aussprechen zu wollen, aber für den aggressiven Anleger würde ich mir diese Branchen, also Reisebranche, insbesondere mal ganz genau angucken, ob es nicht dann das eine oder andere Schnäppchen gibt. Ja, also das gibt es in der Tat sicherlich noch immer. Ich bin da auch relativ nahe dran an diesem Thema, was du richtigerweise ansprichst. Zum Beispiel jetzt diese Kreuzfahrtgesellschaften. Natürlich ein wahnsinniges Risiko. Die stehen seit Monaten, jedes Monat Leerstand kostet ihnen Millionen. Die müssen natürlich auch schauen, dass sie irgendwo Geld herbekommen. Das heißt, da wird es natürlich Verwässerungen im Aktienkurs geben oder geben müssen oder hat es auch schon gegeben. Aber klar, hier ist natürlich noch enorm viel Potenzial drinnen. Aber ist natürlich auch mit gewissen Risiken verbunden. Ja, aber man, jedes Börsenengagement ist mit Risiko verbunden, auch wenn man Eben. Amazon kauft. Ja, man weiß ja nie, Ja. was letztlich geschieht. Also das ist halt leider so, mit dem muss man sich arrangieren. Aber ich denke, was sagst du, aber ich glaube, jetzt haben wir genug über Corona gesprochen und Ja. über den Impact auf den Märkten. Vielleicht sag mir mal, was mich interessieren würde. Wir kennen uns, sag mal, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Ich glaube, sind das schon 10 Jahre? Bestimmt. Ich glaube auch. Bestimmt. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir beide mal zusammen, ich weiß gar nicht, das war von dir initiiert, eine Geschichte gemacht haben, das Trading-Netzwerk hieß das, ne? Ja, genau. Das ist schon Und eine Weile her, ja, stimmt. das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Und da war ja im Prinzip, wenn du heute guckst auf YouTube und eingibst Trading, dann wirst du ja totgeworfen. Und wenn du auf meinem YouTube-Kanal guckst, da findest du Videos irgendwie von vor 8 Jahren oder so drin, Okay. wo irgendwie Trends erklärt worden sind. Also schon spannend. Ja, da Und hat ich sich. meine, sowas in dieser Zeit ist so das gewesen, wo wir beide uns kennengelernt haben. Und in diesem Atemzug ist ja die TV-Dokumentation dann, Daytrading auch. Kann ich mich erinnern, ja, da war ich ein bisschen Ja. neidisch, warum die dich gefragt haben. Na, alles gut. Ja, genau, ich kann mich erinnern, wie bist du eigentlich zu dem gekommen? Wie sind die auf dich gekommen? Das würde mich echt interessieren damals. Also das ist ja ganz witzig. Ich bin auf einem Seminar gewesen und dieses Seminar wiederum, der Veranstalter oder beziehungsweise der Inhaber des Hotels ist auch ein, naja, sagen wir es mal so, ein sehr guter Produzent, ohne jetzt hier irgendwelche Namen zu nennen. Und mit Ich dem habe glaube, ich ich weiß, wen du meinst, aber gut, ja. genau. Und wir haben uns also auch gut unterhalten und so weiter. Und der fragte halt, ja, wie ich zum Traden gekommen wäre und so weiter. Und habe ihm das ein bisschen erzählt. Und ja, dann hat dann so die eine Situation die andere gegeben. Aber was viele gar nicht wissen, ich glaube, die Ausstrahlung ist irgendwie vor 10 Jahren gewesen. Aber gedreht ist das noch 3 Jahre davor. Also das Ding ist Aha, okay. wirklich sehr, 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 sehr alt. Aber man erkennt dich noch wieder, also im Vergleich zu heute. Danke. Ah Macht der Sport bei mir, ja, macht der Sport. okay. Nee, aber ich werde aber auch heute immer noch darauf angesprochen. Das glaube Und ich. eine Anekdote, Thomas, am Rande. Zu Beginn der Corona-Zeit, um dann auch wirklich das Thema komplett abzuschließen, habe ich eine Mail von einem nicht Coaching-Teilnehmer, sondern von jemandem, der mich einfach angeschrieben hat und gesagt hat, hör mal, interessant. Der wiederum hatte sich diese alte Dokumentation angeguckt und da muss ich wohl sinngemäß gesagt haben, hör mal, eure Jobs sind genauso sicher, wie die Kündigungsfrist lang ist, aber die Börse hat jeden Tag auf. Sinngemäß. Und dann sagt er, hättest du dir das, Carsten, mal so träumen lassen, dass das so wirklich so Wahrheit wird, weil dann sind ja alle, ich sag mal, in Kurzarbeit gegangen, ins Homeoffice gegangen, während ich meinen ganz normalen Job machen konnte. Und das war quasi ja, eine Aussage, die, ich sage jetzt mal, 10 Jahre früher getroffen worden ist und die sich auf den Schlag so eine Gewichtung bekommen hat, dass viele Leute sich echt wirklich auch gewundert haben, ne? Also es. Ja, das hatte ja so wirklich niemand auf der Rechnung. Aber es ist interessant, dass du schon 10 Jahre davor so ein bisschen in diese Richtung gedacht hast. So drastisch habe ich das
gar nicht gesehen gehabt, aber ich habe mir schon in letzter Zeit natürlich überlegt, ob es auch was geben könnte, was uns Tradern unser Geschäft unmöglich macht. Natürlich fallen mir da auch Dinge ein, von der Gesetzgebung angefangen, wie, ich weiß nicht, dass das Internet in dieser Form, wie wir es heute kennen, nicht existiert oder nicht mehr existiert. Dann hätten wir mit unseren Online-Geschäftsmodellen auch ein Problem. Aber wie auch immer, interessant, also diese Reportage, ich kann mich da noch gut erinnern, die war ja schon sehr, sehr erfolgreich, gerade im Trading-Bereich. Da warst ja du und da waren noch ein paar andere. Ich glaube, der Birger Schäfermeier war dabei. No, wer war noch dabei? Und der Coco Petkoff ist noch mit dabei gewesen, Ah genau, ja, die der Coco, drei. den kenne ich nicht persönlich, aber ich kenne natürlich, ich weiß, dass er auch sehr aktiv im Trading-Bereich ist. Ja, echt eine spannende Geschichte. Also sowas kann ich nicht vorweisen. Das Einzige, was bei mir mal ein bisschen ähnlich war, ich wurde mal von NTV auf eine Reportage nach Frankfurt eingeladen und da musste ich dann 2 Tage dort drehen in so einem von diesen vielen Towers dort und das war auch irgendwie, also wirklich wohlgefühlt habe ich mich da nicht so vor der Kamera, aber es war okay und es war dann ganz witzig im Ja, Endeffekt, ja, ja. ja, ja, ja. Das war eine Erfahrung, die ich heute nicht missen möchte. Aber es stimmt, ich glaube, das waren unsere Anfänge. Das ist sicher schon die 10 Jahre her, wo wir uns da gelernt haben. Und sag Ja. mal, ja, Trading-Netzwerk gibt es ja schon lange nicht mehr. Habe ich damals eingestellt oder einstellen müssen, weil ich ja von dort mehr oder weniger direkt in diesen Vermögensberatungsbereich hineingegangen bin und habe mich halt um dieses Thema Asset Management dann gekümmert, hatte dann für das keine Zeit mehr, leider, weil, wie du richtig gesagt hast, das war sicher so ein Pionierprojekt damals mit diesen Trading-Videos. Ich weiß gar nicht, ob es damals YouTube schon gab, aber wenn, dann nicht in der Form wie heute, weil, wie du richtig sagst, heute sind die Experten oder unter Anführungszeichen die Experten auf YouTube ja unendlich, ja. Zu jedem Thema. Also Zu das jedem Thema, betrifft nicht nur jetzt für, ja nicht nur klar, das Thema ja. Trading. Also ich glaube, da ist keine Branche in Anführungsstrichen vorgefeit, ne? Ja, das ist richtig. Also es ist unglaublich. Und wenn du dir im Trading so ein bisschen was anschaust, es ist teilweise auch, puh. Also da hat man es als beginnender Trader, der wirklich ernsthaft nach Informationen sucht, nach hochwertigen Informationen sucht, extrem schwer. Ich sage ja immer, wie ich begonnen habe mit dem Trading, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, ich habe so 2001 herum angefangen mit dem ganzen Thema Trading, Investment, Börse. Da gab es ja überhaupt, mein Internet gab es schon, aber es gab gar nichts eigentlich. Es gab keine Informationsquellen. Du musstest halt irgendwelche Bücher kaufen in der Buchhandlung, weil Amazon gab es zwar schon, glaube ich, 2.1, aber war auch noch kein Thema für die meisten, denke ich. Also es war extrem schwierig, an Informationen damals ranzukommen. Da kann ich mich noch gut daran erinnern. Heute ist es einfach, aber die Trader sind nicht erfolgreicher deswegen, ja. Also irgendwas läuft da, denke ich, fundamental schief beim Thema Ja, Trading. ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich schieflaufen sagen würde, Thomas. Ich glaube, dass das Thema Finanzen von Grund auf, ich sehe das jetzt gerade bei meinem Sohn, der macht hier dieses Börsenspiel von der Sparkasse immer mit. Da gibt es immer so einmal im Jahr so ein Börsenspiel, Börsenplanspiel oder Planspielbörse heißt das. Und es wird kein Fokus in der Schule schon nicht drauf gelegt. Es wird alles Mögliche gelernt und es wird eigentlich nicht das gelernt oder es wird nicht das versucht beizubringen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Börsenhandel funktioniert, was ist gesteigerte Nachfrage, vermindertes Angebot, wie kommen Börsenkurse zustande und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen, die jetzt man sagen kann, naja, die braucht sowieso nur ein Finanzler, aber ich denke, die auch irgendwo allgemein Wissen sein sollten, zumindest in einer breiten Palette. Da wird meiner Ansicht nach überhaupt gar kein Fokus drauf gelegt. Das stimmt. Das heißt, Das stimmt. die Leute, die sich irgendwie dafür interessieren, wo sollen sie denn hin? Und dann ist natürlich als erstes, nicht umsonst ist YouTube das zweite Google, ne? Also sprich, wenn du was suchst, suchst du auf Google oder auf YouTube. Und dann ploppen natürlich alle möglichen Informationen, ob wahr oder nicht wahr, inhaltlich natürlich auf. Das wird aufgesogen und erstmal, weil es keinen Gegenbeweis gibt, für bare Münze genommen. Und viele Dinge lassen sich über logischen Menschenverstand auch an der Börse relativ einfach erklären. Aber was ich immer irgendwie sehe, ist, dass
ja diese Chance gar nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise gar nicht, es wird gar nicht erst vermittelt. Es müsste, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, es müsste so eine Art Börsenführerschein geben, nach dem Motto, bevor du an die Börse rangehst, müsste man eine Art Prüfung machen, so wie du mit dem Auto ja auch nicht durch die Gegend fahren darfst, zumindest ist es in Deutschland so, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. So ist es, ich meine, an der Börse gefährdest du in Anführungsstrichen ja nur dein eigenes Kapital. Aber auch davor kann man sich ja halbwegs schützen, dass man sagt, hör mal, lern erstmal gerade so die 10 Basics um dann letztendlich, ich sag mal, weitere Entscheidungen oder Investments oder Coachings oder was auch immer irgendwie treffen zu können, um einfach eine objektive Meinung zu haben zu dem, was A angeboten wird und zu dem, was ich auch selber machen möchte an der Börse. Das aus meiner Sicht fehlt komplett. Es Das fehlt gibt, komplett, ja. oder? Ja. Ich meine, Thomas, du hast Ausbildungsangebote, ich habe Ausbildungsangebote. 27 andere Leute haben auch Ausbildungsangebote, aber die Frage, die sich doch einfach stellt für einen Außenstehenden, der jetzt da dran kommt, was ist denn gut und was ist schlecht? Ja. Ja, Klar, oder? der kann das, das denke ich mir auch so oft, ja, weil natürlich, wenn man jetzt solche Ausbildungen anbietet, dann überlegt man sich natürlich die Inhalte. Klar, was will man eigentlich vermitteln, welches Wissen? Aber dann überlegt man sich natürlich auch, wie verpackt man jetzt die Inhalte so, dass sie von anderen als attraktiv wahrgenommen werden, dass jemand auch das, was man zur Verfügung stellt, auch annimmt, dass jemand auf ein Seminar kommt, okay, jetzt in Corona-Zeiten halt ein Online-Seminar oder was auch immer, ja, oder einen Videokurs bucht, ja. Wie kann man es sicherstellen, dass man sich von anderen Angeboten abhebt, beziehungsweise dass man den potenziellen Klienten zeigt, dass man wirkliches Wissen vermittelt. Das ist extrem schwierig, ich sage mal, diesen ganzen Trash, den es gibt, von wirklich hochwertigen Angeboten zu unterscheiden. Und da beneide ich auch die beginnenden Trader gar nicht. Weil ich kann mich ja erinnern, wie ich begonnen habe mit dem Thema Börse. Am Beginn habe ich ja gar nicht gewusst, dass es Traden überhaupt gibt. Ich dachte, Börse ist gleich Buy and Hold. Ja. Bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass die Kurse, das war damals ja halt in den Beginnzeiten, 2002, 2003, dass die Kurse damals so stark geschwankt haben, dass ich mir gedacht habe, das müsste man doch eigentlich nützen können, indem man täglich mit Arbeiten halt vom Computer, vom Trading Frontend, dass man halt hier Geld verdient. Und haben eigentlich gedacht, das ist einfach, warum macht das nicht jeder? Ja? Brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Und naja, natürlich funktioniert das so nicht. Ne? Das war mir aber damals nicht bewusst. Aber diese Evolution, dieses Step by Step, da kommen die meisten leider oft gar nicht hin und können auch nicht unterscheiden, was die Qualität einer Ausbildung betrifft. Und das ist schade, weil unabhängig jetzt vom finanziellen Verlust, denke ich auch, dass, wie du das richtig sagst, dass es, ob es jetzt eine Art Börsenführerschein ist oder wie immer man das Ding nennt, aber dass es halt eine gewisse Ausbildung geben sollte im Sinne der Anleger. Natürlich nicht verpflichtend, aber dass man wirklich die Möglichkeit hätte, dass man, bevor man auf die Märkte losgelassen wird, sich zunächst mal mit dem richtigen Wissen, ausstattet, um dann auch Erfolg zu haben. Ja. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja. Aber. Was ich dich fragen wollte, weil wir jetzt gerade über Erfolg und so sprechen, wann hast du angefangen mit Trading? Wann war das bei dir ungefähr? Das ist. Also bei mir war es eher fließend. Und es war auch nicht reines Trading, so wie man genauso. Deshalb musste ich eben schmunzeln. Genauso wie bei dir. Ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendeine Aktie mal gekauft. Und die Auswahl war, ich habe es in der FAZ gelesen. Okay, ja, so ähnlich was bei mir. Und dementsprechend, ich habe dann die in der FAZ auch immer wirklich so, da gab es doch diese besten Listenseiten in der FAZ. Kannst du dich erinnern? Da gab es so Kursseiten, groß, in ganz klein abgedruckt und dann groß auf der Seite Ja. drauf. Und dann war irgendwie Fidelity Research und wie diese ganzen Fondskrams alle geheißen haben. Und dann gab es eben auch so verschiedene Spalten für Energie, Economy und so weiter. Und das war so der erste Part. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern,
dass ich eine Aktie, Rockwell ist es gewesen, gekauft habe. Wirklich, ich glaube, das war damals hier Volks- und Raiffeisenbanken hingelegt habe und 3 Monate später ist die Firma übernommen worden und dann kriegte ich ein Schreiben von der Bank. Die sagte, hör mal, Sie haben ja da so und so viele Aktien, wollen Sie die nicht zu einem Preis von X verkaufen? Und zu dem Zeitpunkt, deshalb kann ich das so genau benennen, war, und ich wahrscheinlich kennen alle anderen das gar nicht mehr, war ein PC 486DX66 populär. Das war aber eh schon der bessere. Es gab auch den 386er noch, kann ich mich erinnern, zu der Zeit. Genau, also so lange ist das her. Und da gab es eine Firma, die hieß, glaube ich, Gateway. Hatte so ein Logo mit so Kühen drauf, kam aus Irland. Und von dem Erlös habe ich mir also diesen PC dann damals gekauft. Das waren so meine ersten, ja, zaghaften Anfänge. Und ganz ehrlich, das war weder Trading noch Investment, sondern das war halt einfach irgendwie so ein bisschen rumgespielt und Glück gehabt, ne? Ja, ich glaube aber, ja. Und das ist das, was mich dann irgendwie angefixt hat. Ich hatte dann ja in Anführungsstrichen den lebendigen Beweis auf dem Schreibtisch stehen, man kann mit Börse Geld verdienen. Ja, das ist natürlich der Idealfall, wenn du wirklich, wenn eines deiner ersten Investments funktioniert und dann hast du dir sogar irgendwas gekauft, das du dann täglich vor dir hast und das dir als Ja. Motivation dienen kann, dass du einfach sagst, okay, es funktioniert ja, ich muss es nur richtig machen. Wie kann ich das noch besser oder machen oder perfektionieren? Und wie lange? Ich meine, wenn ich mir an mich denke, ich hab das Glück nicht gehabt. Also meine ersten Aktien, die ich gekauft habe, die waren alle ein Griff ins sprichwörtliche Klo, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ob jetzt die Aktien selber schuld waren oder nicht, glaube ich gar nicht, weil ich habe eigentlich ganz gute Blue Chips gekauft, die heute, 20 Jahre später, wahrscheinlich 10-mal höher stehen als damals. Nur ich habe das damals mit den Verlusten nicht ausgehalten, weil einfach die Märkte mit 9-11 und mit Irakkrieg damals, Dotcom-Bubble ist geplatzt, das waren auch noch die Nachwirkungen. Es ging einfach nur nach unten und meine Aktien waren tiefrot. Ich habe aber die dann irgendwann entnervt verkauft und mir gedacht, das ist nichts für mich. Börse ist einfach nichts für mich. Ich bin, weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht, aber ja, ich mache nur Verluste. Heute weiß ich natürlich, dass das nicht so war und ich habe. Es hat mir aber keine Ruhe gelassen. Ich habe nicht aufgehört, mich dann letztlich doch damit zu beschäftigen. Nur ich habe, und das wäre auch meine Frage, die ich an dich dann hätte, ich habe, glaube ich, dann doch 4 oder 5 Jahre mindestens gebraucht, bis ich dann schon im Trading-Bereich aber wirklich profitabel geworden bin. Weißt du noch ungefähr, wie lange hat das eigentlich bei dir gedauert, diese Kann ich Lernzeit? dir gar nicht sagen, weil das bei mir immer ein fließender Prozess ist. Weil ich ja immer irgendwie Aktien mal gekauft habe, dann habe ich wieder ein bisschen Fokus verloren, dann war ich im Beruf sehr engagiert und deshalb kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, hat so und so viel lange gedauert. Wenn man es jetzt mal ganz schwarz auf weiß haben will, dann müsste man tatsächlich sagen, naja, dein erstes Investment war ja schon profitabel. Also insofern war das ja vom Tag null an, aber das wäre jetzt, ich sag mal, ein bisschen sehr weit gegriffen. Ich würde aber jetzt mal so aus dem Lameng heraus sagen, bestimmt irgendwie hat diese Findungsphase bestimmt 3, 4 Jahre gedauert. Ich denke, das Mindestens. ist auch. Also ich kenne auch niemanden, der jetzt von Anfang an gleich da voll rein ist und man muss einfach seinen Weg und seine Strategie finden, verbessern, dass man dann letztlich auch profitabel wird. Wenn wir jetzt gerade Strategie, lass uns vielleicht über unsere Strategien ein bisschen sprechen. Du bist ja Markttechniker, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe, aber erzähl uns ein bisschen was. Wie tradest du eigentlich? Was ist deine Philosophie? Schwerpunkt ist bei mir US-Aktien. Okay. Die Aktie selber. Die Aktie selber. Ja, okay, da haben wir was gemein, ja. Ja, immer Aktie selber. Und ja, ich sag mal, sprichwörtliche Handel aus der Korrektur habe ich für mich entdeckt. Und ja, ich komme so ein bisschen aus dieser Trend-Markttechnik-Ecke heraus. Habe dann aber schnell gemerkt, naja, nur Trendhandel möchte ich halt nicht machen. Ich brauche irgendwie einen gewissen Vorteil im Markt und habe dann eben angefangen, aus Korrekturen heraus in bestehenden Trends zu kaufen, um es mal so ganz platt zu sagen.
Das heißt, ich brauche für ein Investment immer einen bestätigten Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend muss entsprechend korrigieren. Und wenn denn eine vermeintliche Korrektur zu Ende ist, und das ist auch gleichzeitig die große Aufgabe dabei, dann gehe ich ein Investment ein mit Ziel des Erreichen des alten Hochpunktes. Okay. Nie irgendwie weiter, also dass das dann ewig läuft, sondern ich möchte wirklich nur dieses kleine Eckchen Ende Korrektur, Wiederaufnahme Trend, altes Hoch. Das ist so meine Geschichte. Okay. Und ich meine, wir haben 9000 US-Aktien, da ist immer irgendwie eine dabei, die mal ganz gut läuft. Da habe ich ein paar Scanner im Einsatz bei mir, die, ich sag mal, das relativ seriös herausfiltern. Und der zweite Punkt, warum ich US-Aktien handle, Thomas, darf ich fast gar nicht sagen, aber der beginnt ja erst um 14:30/15:30 Uhr. Und ich mache vormittags halt gerne auch so mein Ding. Mein Herz schlägt nicht um 7 Uhr sofort los. Also da brauche ich schon ganz viele Tassen Kaffee, bevor ich Okay. dann so richtig Ja, ins Laufen komme. das ist Und natürlich eine angenehme Nebenwirkung, wenn man in den USA tradet, dass man einfach auch länger vielleicht mal, ja, ich will gar nicht sagen, im Bett bleiben kann, aber dass es halt keine Eile hat in der Früh. Ja. genau. Und das genieße ich natürlich und zelebriere das auch für mich, dass ich also wirklich dann morgens, ich sag mal, ausschlafen kann, dann meinen Sport machen kann, dann ein bisschen Orga machen kann und mich dann wirklich erst um 14:30 Uhr irgendwie um die Märkte kümmern muss. Und dann auch nicht bis 22 Uhr, um Gottes Willen. Also ich bin hier angetreten, um, ich sage jetzt mal, mehr Zeit letztendlich fürs Leben, fürs Wesentliche zu haben. Das ist eins meiner absoluten Credo schlechthin. Das ist ja einer deiner Slogans, wenn ich es Ja, richtig. Ja, es ist ja auch richtig, ja, ist ja auch richtig. das ist nicht nur ein Slogan, also oder Claim, wie man da im Marketing sagt, sondern der hat tatsächlich auch, steht auch auf meiner, ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt auf die Webseite schreibe, aber der hat auch echt einen ernsten, wirklich einen ernsten Hintergrund. Ja, klar. Weil ich kann mich noch erinnern, das ist, meine Mutter ist recht früh gestorben und die hat in diesem Hospiz gestorben, also betreutes Sterben und die hat dann eben, ja, wie soll ich sagen, irgendwann dann gesagt, siehst du, Carsten, guck mal, das ganze Geld hilft jetzt sowieso nichts, irgendwann ist doch zu Ende. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, wirklich einschneidendes Ja. Erlebnis. Wo ich dann auch für mich nochmal auch lebenstechnisch in mich gegangen bin und gesagt habe, hör mal, was willst du eigentlich machen? Woran liegt es dir? Liegt es dir daran, viel First Class um die Welt zu fliegen und irgendwie Unternehmen zu beraten? Oder willst du auch mal leben? Und das hört sich jetzt wieder so an, so ja, irgendwie Disney-Story, aber ihr merkt schon, das ist für mich, das war für mich wirklich so, dass überhaupt einschneidende Erlebnis schlechthin. Und das habe ich dann immer versucht, auch in meinem Handeln und meinem Tun so zu predigen und auch so zu leben. Und deshalb würde es mir nie in den Sinn kommen, morgens um 7 Uhr irgendwie am Rechner zu sitzen, um irgendwelche Börsengeschäfte über Japan oder sonst wo abzuwickeln. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Also da steht mir die Lebensqualität doch viel, viel höher. Und wenn ich mal, ich sage jetzt mal, ich sitze auf dem Fahrrad und habe die Möglichkeit, irgendwie schönes Wetter und da ist ein schönes Café und dann komme ich halt erst um 16, 17 Uhr nach Hause, dann ist das halt so. Das ist ja das Die Schöne beim, Gewichtung ist aber bei mir eine andere, ne? das ist ja das Schöne beim Traden. Vieles kann, aber gar nichts muss. Ne? Und das ist schon ein Stück Lebensqualität, das ich jetzt auch nicht mehr missen möchte. Ich mache das jetzt seit über 10 Jahren als Beruf und natürlich habe ich auch einiges zu tun mit meinen Ausbildungsangeboten. Aber das macht mir ja auch Spaß und das macht mir Freude. Und ich habe auch die andere Seite, so wie du. Du warst im Unternehmensberatungsbereich. Bei mir war es halt das Thema Asset Management, Vermögensverwaltung und so weiter. Da ständig unterwegs zu sein, mit Kunden zu sprechen, mit den Aufsichten zu sprechen, dauernd irgendwelche Compliance-Dinge zu machen, das macht keinen Spaß. Ja, es macht keinen Spaß. Natürlich kann man da ein Big Business draus machen, aber es ist immer wieder die Frage, was brauchst du eigentlich? Ja, wo wirst du dann glücklicher, wenn du jetzt noch eine Null mehr am Konto hast? Ja, das waren für mich auch immer so Dinge, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich paradox, weil Trading, da geht es ja eigentlich nur um Geld. Ja, wir beschäftigen uns permanent mit Börse mit Geld, aber das Geschäft bringt zumindest mir
auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge. Und Leute oder Freunde und Bekannte, die ich kenne, die in einem ganz normalen 9-to-5-Job heute sind, die haben es nicht so gut. Ja, die haben weder, ich meine, jetzt in Corona ist ja alles ein bisschen anders mit Homeoffice und so weiter, aber da will ich mit niemandem tauschen. Ja. Auch wenn der jetzt vielleicht irgendwo Geschäftsführer ist und noch mehr verdient als ich, aber das ist alles nicht das, denke ich, worum es im Leben geht. Aber das ist halt auch eine gewisse Lebenserfahrung. Wir sind ja auch jetzt nicht mehr die allerjüngsten Hüpfer, wir beide, auch wenn wir uns noch ganz gut halten, denke ich. Aber ja, ich meine, was, glaube ich, ein junger Mensch vom Trading erwartet, jemand, der schon in einem gewissen Alter ist, erwartet sich da vielleicht gewisse andere Dinge. Und für mich gehört dann natürlich genauso wie für dich auch Lebensqualität dazu. In meinem Fall ist es ja insofern sehr einfach geworden durch Automatisierung der Systeme, durch algorithmisches Trading. Ich habe im Prinzip operativ gar nichts zu tun im Trading. Das ist der große Vorteil. Das heißt jetzt aber nicht, dass man nicht sich auch um das Trading dann trotzdem kümmert, dass man nicht die Trading-Strategien überarbeitet, neue Trading-Ideen probiert, testet, entwickelt. Also man lernt ja nie aus. Ja? Also auch ich nicht. Ja? Und man kann immer noch besser werden. Aber es ist schon interessant, wie das Trading mein Leben wirklich verändert hat. Ja. Natürlich nur im positiven Sinne, ja. Trotz aller schwierigen Zeiten, keine Frage. Ja. Gibt immer. Das finde ich auch immer spannend, was die Motivation der Menschen ist. Vordergründig sagt natürlich, wie Motivation, Börse ist doch klar, ne? Geld. Und dann merken sie, na, Geld ist es nicht. Das ist der Nebeneffekt, ja. Aber es ist meistens diese vielbesagte, ich möchte mehr Freiheit, ich möchte meinen eigenen Job oder meinen eigenen Business haben, Unabhängigkeit. Also so, wenn man so auf dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide Ja. ist, so dieses, ich sag mal, die Spitze Selbstverwirklichung, das ist so das, was die meisten Leute antreibt, unabhängig davon, wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, aus einer wirtschaftlichen Notsituation sagen, okay, ich mache jetzt mal Trading und probiere mich da mal drin. Das halte ich jetzt mal noch für eine ganz andere Geschichte. Aber die meisten, die aus meiner Sicht zum Traden kommen, kommen ursächlich wegen eigentlich, ja, wegen dem monetären Anreiz, aber merken dann schnell, ups, nur damit ist es nicht getan. Es gibt noch andere Annehmlichkeiten, die einem den Börsenhandel sozusagen versüßen. Ja, kann ich nur so unterstreichen. Bei mir war die Motivation eigentlich aus jetziger Sicht, aus heutiger Sicht, ein bisschen eine verkehrte. Es hat aber trotzdem funktioniert. Bei mir war es einfach so, dass ich meinen Job nicht wollte. Ich habe mich nicht, ich, mir, mir, hat, mir ist der Job einfach auf die Nerven gegangen. Ja. Ich habe einen sicheren Job in einer Versicherung gehabt. Das war oder das wäre wirklich ein Beruf gewesen, wo du noch hättest in Rente gehen können, mit erweitertem Kündigungsschutz und so weiter. Aber ich habe den Job dann nach über 20 Jahren an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich werde jetzt selbstständig. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass sich meine Frau dabei unterstützt hat, dass sie gesagt hat, du, egal was kommt, ich habe ein geregeltes Einkommen, mach dein Ding. Ja? Ich sehe, du bist unglücklich. Und ich habe das eigentlich deswegen gemacht, weil ich etwas anderes nicht wollte, was man grundsätzlich immer wieder liest oder hört, dass das eine schlechte Motivation ist, etwas nicht zu wollen und deswegen etwas zu tun. Bei mir ist aber funktioniert, weil einfach der Ehrgeiz so groß war und das ist genau das passiert, was ich mir vorgenommen habe. Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe mit dem Thema Börse, habe ich jedem erzählt, auch wenn er es nicht hören wollte, dass ich mit 40 vom Trading leben kann. Ja. Da hat jeder nur auf den Kopf gegriffen und gesagt, na, vergiss das, ja. Ich meine, so einfach ist es ja nicht, ne? Und als ich dann selbstständiger Trader wurde, war ich genau 40 Jahre und 3 Monate alt. Ja. Also ich halte normal vor solchen Dingen nichts. Aber das hat irgendwie hat das scheinbar sich in meinem Hirn so festgesetzt. Es hat einfach funktioniert, ja, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist so eine klassische weg von, sagt man im NLP dazu, ne? Weg von Motivation, ne? Nicht eine Hinzu-Motivation, sondern eine weg Naja, von ich habe mir Motivation. überlegt, was könnte ich machen außer Versicherung? Was kann ich denn? Ich kann nichts, ja.
Mir ist nichts eingefallen, was ich sonst machen könnte. Und dann Ja. kam ich irgendwann auf dieses Thema Börse. Und da habe ich Ja. mich dann am Anfang halt ein bisschen ungeschickt angestellt, wie so viele auch, aber irgendwann habe ich dann begriffen, worum es geht. Und das Ja. habe ich dann scheinbar ganz gut gemacht. Also, Ja, naja, wie auch immer. im Nachgang betrachtet mit Sicherheit, ne? Ja, irgendwas haben wir beide, glaube ich, richtig gemacht. Was würdest du sagen vom Mindset her? Was wäre so dein Ding, wo du sagen, wenn du jetzt jemand Neues nach außen einen Tipp geben würdest, was müsste der für ein Mindset aus deiner Sicht mitbringen? Das Thema Mindset im Trading, also das ganze Börsenpsychologie-Thema. Ja, gute Frage. Ich habe ja auch ein Buch über das Thema Börsenpsychologie geschrieben. Das ist aber auch schon ein bisschen älter. Aus heutiger Sicht bin ich der Meinung, also es gibt immer wieder dieses Thema richtiges Denken im Trading und richtiges Handeln im Trading. Und eines kommt ja vom anderen irgendwo, ne? Eines hängt ja mit dem anderen zusammen. Und das richtige Denken entsteht aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, aus dem richtigen Handeln. Das heißt, ich glaube, einen Beginner das richtige Denken einzutrichtern oder reinzuhämmern, damit er dann lernt, richtig zu handeln, ist der verkehrte Weg. Du musst heute zunächst richtig handeln lernen. Also du musst das traden, was funktioniert. Und wenn du weißt, was funktioniert, kann daraus das richtige Denken entstehen, weil dann entstehen Selbstvertrauen, dann entsteht eine Resilienz gegenüber den Verlusten, da entsteht eine Gelassenheit. Aber du kommst nicht vom richtigen Denken zum richtigen Handeln, aus meiner Sicht, sondern umgekehrt. Du musst eine richtige Technik verinnerlichen, du musst wissen, was du tradest, wie du tradest, warum du das tradest, brauchst Trading-Systeme, die funktionieren, und wenn du das alles hast, dann entsteht automatisch das richtige Denken und das richtige Mindset. Das ist mein Zugang zu dem Thema. Ja. Okay, ja, spannend, ja. Weil ich glaube immer, dass viele Leute fehlt es an Referenzerlebnissen. Das ist wahrscheinlich das, was du sagst, die müssen richtig handeln. Dass sie einmal sehen, okay, wenn mal so ein Trade richtig gut läuft, dass sie sagen, okay, das war jetzt mal was, boah, da kann ich mich richtig dran ergötzen, da ist der Markt so richtig genau gelaufen, nach dem Motto, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, also das ist wirklich, dass man sieht, okay, da läuft der Markt genau so. Und daraus entsteht dann ein Referenzerlebnis, aus dem Referenzerlebnis entsteht das Selbstvertrauen und aus diesem Selbstvertrauen entsteht dann auch die Macht, wiederum in Trading-Ideen zu investieren und, wie du eben auch schon so schön gesagt hast, natürlich auch so ein bisschen, dass Verluste auch an einem abperlen, weil man weiß, es hat in der Vergangenheit auch schon funktioniert. Genau. Und Genau. ich denke, man kann es vielleicht gar nicht so direkt auseinander dividieren, Mindset und richtiges Handeln. Ich glaube, dass das stärker verwoben ist, als manch jemand eigentlich wahrhaben will. Dass das eine bedingt das andere. Ich glaube, nur ein richtiges Handelssystem bringt dich auch nicht weiter. Du musst auch eine gewisse, ich sag mal, Sensibilität für die Märkte haben, also auch vom Mindset haben. Nicht, dass du immer meinst, du bist King of Currywurst, nur weil du ein funktionierendes Handelssystem hast. Das wird dich aus meiner Sicht genauso im Bankrott werfen, wie jemand, der ja ahnungslos in den Märkten 100% investiert. Auf Das jeden wird Fall, auf jeden Fall. die Natürlich. gleiche Ja. Richtung sein, ne? Was du sagst mit dem Referenzerlebnis, das finde ich auch sehr interessant, weil das ist ja genau das, was ich immer wieder versuche, meinen Klienten näher zu bringen, dass man sich einfach mit Fakten an das Thema heranbegeben muss. Bei mir sind es halt dann die Backtests, wo ich sage, ich habe jetzt einen Backtest eines Trading-Systems über die letzten 20 Jahre. Ist das jetzt eine Gelddruckmaschine? Natürlich nicht. Kann das Trading-System in echt dann funktionieren? Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ja, aber sicher ist gar nichts. Aber dann habe ich eben einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Ich weiß, welche Entries machen Sinn, welche Exit, ich kenne mein Position Sizing, ich habe mein Portfolio, ich weiß, ich kenne meine Drawdowns. Das kann natürlich sich alles verändern, das ist schon klar. Aber ich habe zumindest ein Gerüst, auf dem ich aufbauen kann. Und da entsteht dann eben beim Doing, beim Trading auch das richtige Denken und dann kommen die ersten
Erfolge. Ja, Hm. das ist meines Erachtens der einzige Zugang. Aber das geht dann auch schon in diese Richtung, wo ich sage, weil ich glaube, dass wir jetzt schon langsam dann auch gegen Ende dieses Gesprächs kommen werden. Wenn du jetzt einen Anfänger hast, Carsten, der sich bei dir meldet, hast du, wenn der sagt, hey, gib mir einen Tipp im Trading, was kann ich tun, damit ich erfolgreich werde? Was wäre das? Gibt es sowas überhaupt? Du siehst mich tief ein- und ausatmen. Ich glaube, es gibt keinen einen Tipp. Ich weiß, dass es natürlich immer gern gefragt wird, welche drei Tipps gibst du den Anfängern mit? Ich glaube aber, das ist zu kurz gedacht. Erstmal eine gesunde Skepsis gegenüber allem kann nie schaden. Das ist richtig, ja. Ja, also in jeder Lebenslage. Wenn, aus meiner Sicht, wenn man traden lernen möchte, sollte man sich zunächst mal über seine eigene Motivation, also warum will ich überhaupt traden? Und das ist auch das, was ich immer als erstes abfrage. Warum willst du nicht Eisverkäufer in der Sahara werden, als Beispiel? Ja. Warum willst du traden lernen? Und wenn man diese Frage für sich beantworten kann, dann ergeben sich daraus immer weitere Schritte. Und deshalb glaube ich nicht, dass man sagen kann, hey, was sind die drei Tipps für Trading-Beginner? Ne? Dann kommt immer Risikomanagement, Leidensfähigkeit und so weiter und so fort. Oft gehört. Ich glaube aber, dass es eigentlich mehr darum geht, und du hattest ja, wie gesagt, auch schon drüber gesprochen, Schrägstrich Mindset, richtiges Handelssystem. Man muss wissen, warum man das tut. Also die innerliche Motivation, warum, es gilt für alle Bereiche, es gilt nicht nur fürs Trading. Warum will ich traden lernen? Warum will ich den Job verlassen? Warum will ich Spanisch lernen oder wie auch immer? Sondern, und ich glaube, wenn man sich diese Frage deutlich und eindeutig beantworten kann, dann ist man auch selbst bereit, alle weiteren Schritte zu gehen. Das glaube ich. Und das ist so der Triggerpunkt überhaupt. Wenn das so, naja, nach dem Motto, ach ja, mein Bekannter macht das auch und der hat da einen Porsche mit erwirtschaftet. Guck mal hier, was der mit dem Geld rumwerfen kann. Also diese extrinsische Motivation, weiß ich jetzt nicht, ob das so bei manchen hilft, bei manchen nicht, aber ob das so die wirkliche innere Motivation ist, um an der Börse aktiv zu werden. Aber wenn die, ich glaube, dass man das braucht und diese Frage erst beantworten muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Weil dann geht man auch mal durch ein tiefes Tal und genauso steht man mal auch auf einem ganz hohen Berg. Okay. Ja, sind Wie ist das interessante bei dir? Gedanken. Ja. Wie würdest du es sagen? Also ich denke schon, das war ja auch bei mir die treibende Kraft, dass ich immer nur gewusst habe, was ich nicht will, nämlich Versicherung, und dass ich aber nicht so recht gewusst habe, was ich will. Das war dann eben später Trading, das war dann einfach mein Ding, dass das sicherlich über allen stehen muss, dass ich einfach, wie bei allen eigentlich im Leben, wie du das richtig sagst, wenn ich keinen Plan habe, wenn ich überhaupt mir keine Gedanken darüber mache, wo eigentlich meine Befindlichkeiten oder meine Bedürfnisse, woraus die entstehen, dann ist es einfach schwierig, da auch wirklich gezielt voranzukommen. Aber wenn ich dieses Thema, und das jetzt vielleicht, das wäre dann quasi so ein anschließender Tipp, der dann von meiner Seite kommt, wenn ich dieses Thema dann durch habe und meine Motivation genau kenne, dann ist aus meiner Sicht der nächste logische Schritt, dass ich das Thema Börse und da vor allem das Thema Trading versuche emotionslos anzugehen. Und da ist einer meiner Lieblingssätze, dass ich einfach sage, man muss sich an Fakten orientieren. Es hilft mir nichts, wenn ich ein Trading-System habe, das ich mir ausgedacht habe, das ich entwickelt habe, dass ich auch jetzt vielleicht ein starkes Mindset habe dazu. Aber das Trading-System macht keinen Sinn. Es funktioniert einfach nicht, weil irgendeine Trading-Regel ja nichts bringt, ja, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Also der nächste logische Schritt nach der Abklärung der Motivation ist, dass ich mich damit arrangiere, dass ich ein Trading-System entwickle, das auf Fakten aufbaut, das funktioniert, und dass ich dann eben im Live-Trading auch umsetze mit echtem Geld. Und solange ich dieses Trading-System nicht gefunden habe, ist es immer ein Herumstochern im Nebel.
Ja, dass man einfach nicht weiß, ob das, was man tut, eigentlich grundsätzlich Sinn ergibt. Ja. Und diese Fakten, die finde ich halt, indem ich mich mit dem Thema quantitative Analyse beschäftige. Und ich weiß schon, dass das jetzt kompliziert oder für manche auch ein bisschen abstoßend klingt. Aber für mich, ich meine, da hat jeder seinen anderen Zugang, das ist mir schon klar. Aber für mich ist das die einzige Möglichkeit, wie ich strukturiert mich mit dem Thema Trading beschäftigen kann. Aber auch diese Erkenntnis habe ich erst nach einigen Jahren gemacht. Es war nicht so, dass ich am Beginn gleich gesagt habe, ja, jetzt muss man halt Backtesting machen. Habe ja auch erst später damit angefangen, mittlerweile für mich alternativlos. Aber letztlich, wenn was erfolgreich ist, es viele Wege führen nach Rom. Und wenn man Erfolg hat, dann soll man bitte dabei bleiben bei dem, was man tut. Ja? Ja. Das ist Ja. natürlich das Allerwichtigste. Ja. Ja, war irgendwie ein schönes Gespräch, oder Thomas? Ja, also ich habe das wirklich sehr, sehr genossen, mich mit einem Fachmann wie dir wieder mal intensiv über alles auszutauschen. Ja, war Ja, wirklich. und das von Bildschirm zu Bildschirm, ne? Und wo wir Ja. sonst irgendwie doch eher eine Tasse Kaffee zusammen trinken, ne? Ja, das wird ja hoffentlich dann doch irgendwann im Laufe des Jetzt nächsten bald schon wieder Jahres kommen, ne? Ja. hoffentlich wieder möglich sein. Okay. Ja, wunderbar. Prima. Lieber Thomas, ich danke dir, dass wir uns mal wieder so nett unterhalten haben. Ja, danke zurück. War ein sehr, sehr nettes, sehr angenehmes, aber auch sehr aufschlussreiches Gespräch für mich. Ich hoffe für euch, die ihr hier zugehört habt, auch. Ja. Willst du das Schlusswort an die Ach. Zuhörer richten von uns beiden? Ja, dann verabschiede ich mich halt in unser beiden Namen bei unseren Communities. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugehört habt bei diesem kurzen Gespräch über Trading, über die Märkte, auch über Corona, über alles Mögliche. Lieber Carsten, dir einen herzlichen Dank. Noch viel Spaß rüber nach Mallorca. Genießt das noch schöne Wetter. Und ja, bis bald irgendwann. Ja, bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.